So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daulinato, und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2 hier auf meinem wunderschönen Kanälchen, ne? Wir sind hier wieder in Saint-Denis, wo wir tot oder lebendig gesucht werden. Wir sind jetzt... Wir treffen Sadie Adler und die möchte mit uns sprechen. Und die Folge heißt dann Auf Wiedersehen, lieber Freund. Ich denke mal, Sadie will auch nicht mehr hier bleiben. Alle verpissen sich so langsam. Der Referent ist jetzt auch gegangen. Don't you worry about me. There you are. Oh yeah. Here I am. Come on, let's go. Let's go where? And why are you so riled up? Today is a great day, Arthur. Today is the day they are going to hang Colm O'Driscoll. So? Rather they hang him or I shoot him. Oh, they are gonna hang him. Yeah, and not before time. That boy's been on the gallows more than most. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Which is why, despite us being wanted men, we're gonna attend the event ourselves. And follow him onto the scaffold? Well, let's hope not. But if I could see that son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise ourselves. In this? In this. Als Polente. Toll. Okay. Come on. Gut. Nachdem er jetzt Colm O'Driscoll wird ja gehängt. We'll cut through the alley to get to the gallows. We keep our weapons holstered, our disguises on, and our wits about us. Mrs. Adler, might I say, being a fancy woman of Saint-Denis suits you. I'd dress up like the Queen of Sheba if it meant seeing that son of a bitch swing. Colm hung me up, nearly butchered me. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran. We've all lost something because of Colm. And that is why we will shepherd him to eternity. Amen to that. You're telling me. Keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this done. Practice what you preach, brother. Whatever do you mean? Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it all so often now. This doubting and questioning of yours, I miss the old Arthur. Don't we all? You two quit it. They all got a job to do. We're all in rough agreement about how we're doing it, as far as I can tell. Exactly. We'll get it done, all right. All right, then. Come on. We got a hanging to witness. Yeah, wir sind jetzt ein Hängen, ein Baumeln. Don't the public love an execution? Colm O'Driscoll wird jetzt hängen. Unser engster Widersacher wird jetzt aufgehangen. Hey. All right, good. Now, you see that pair of assholes? Sure. They're Colm's boys. Yes, I think so. What a surprise. I'm glad we're here. What are they pointing at? I don't know. We gotta follow them and find out. Yeah. Oh, here comes somebody. Warum habe ich Löcher in der Mütze? Go brush that horse, officer. Yes, sir. The crowd came to see a show. We don't want to disappoint them. I guess they did miss their chance to see John swing by his neck. Hey. Hey. You know I wasn't going to let it come to that. Well, I guess I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Here and now, Colm O'Driscoll's going to get his due. Der will jetzt aufs Dach oder ans Fenster, um im Prinzip dann ihn da runterzuholen, wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Waffen dabei habe. Let's go. Quiet. Bunch of cops.
How many? Enough. So what do you think? Paul's up on the roof. Once he starts shooting, we have to have our wits about us and move fast. Yeah. I guess we faced worse than this before. Sure. Let's get to it. Yeah. Okay, wer geht aufs Dach? They got a guy up on the roof, overlooking the gallows. Find a way up there, on one of these verandas, through a building maybe, and get him. And do it silently. Well, obviously I'm gonna do it silently. I wanna see this bastard swing. Oh, die leider auch nicht mehr. Find a way up to the roof and stop him. I'll go back to Mrs. Adler. Bonjour. Ma'am, I need to get out onto the roof. You know how I can do that? Where's his shirt? I guess you could go out on the balcony if you took the stairs up a level. Okay. Thank you. Da bin ich mal gespannt, ob ich hier jetzt richtig laufe. Ah ja, doch. Sally! Ja, Sally, so was. So, apparently she ran off that big fella from the Trap and Circus. Never to be seen again. You just find out? Well, what we got here? Die wollen uns reinlegen. Die wollen uns reinlegen, mein Freund. Die wollen uns reinlegen. Die wollen uns reinlegen. Ich wette, die haben trotzdem noch einen Plan im Hand. For a decade across five states, seemingly with impunity. Today, justice catches up with him. As well you may. I've been a bad man. Silence! These charges are... This is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out. And your sentence, Colm O'Driscoll, is that you are to be hanged by the neck until you are dead. This is not a task we take lightly. It is not a task we enjoy. But it is a task we must carry out if our civilization is to prosper. Gentlemen. Oh ja, jetzt merkt er, dass er gehängt wird. Colm O'Driscoll. May God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Whenever you are ready. Hang it! Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! Oh, das macht die wieder wie ein Schreck. Morgan, you hear us? Take a shot on these O'Driscolls! Oh, no!
Oh, die müssen natürlich wieder Scheiße anrichten hier, gell? Let's just get out of here. Go. Da hängt er. Das hat er verdient. Der ist uns seit Anfang an auf den Sack gegangen. Und hat jede Menge Freunde auf dem Gewissen von uns. Wenigstens ein guter Tag, ja? Ein guter Moment. How you get on, Arthur? Well, we saw the bastard hang okay, but no thing ain't gonna save us. I guess that's one less thing to worry about. I guess compared to the entire government, in the end. Como Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. I know it's from that Mary. Mary hat geschrieben. She ain't worth it, Arthur. Who is? Oh. My dear Arthur, you never showed up. And now, after looking at the newspapers, I understand why. I don't imagine you'll receive this letter, but I, nonetheless, must send it. Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams. I miss you, and I will always miss you. But I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense, but when we are apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I'm so sorry for everything. For everything long ago, and for starting up that business again. There's a good man within you, Arthur, but he is wrestling with a giant. And the giant wins time and again. You've broken my heart again, and I fear I have broken yours. And for that, I will never forgive myself, but you must let me go now. I enclose a ring you gave me many years ago when we were both young. Not because I don't like it, but because I care for it far too much, and it reminds me too much of you. I hope one day you will find some people in love who can use this, for it kept me thinking of you all these years, and I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary. Da steht nicht deine Mary. Und das ist ein Abschiedsbrief von Mary. Oh, Arthur. Also ganz ehrlich, sowas mag ich überhaupt nicht. Ich würde total am Rad rennen. Mir würde das jetzt elendigst schlecht gehen. Fotografie. Oh. Fotografie von Mary und Arthur, als sie jung waren. Das war's wohl mit Mary und Arthur. Arthur. Susan? Someone smashed the box. What box? The money box. We'd had that for so many years. Why did they smash? Well, I don't know. Look at this place. All divided. Everyone anxious and at each other's throats. I'm heartbroken. Yeah, me too. Me too. Alles geht kaputt. Alles geht wirklich kaputt, Mann. Das ist gar nicht schön, das mit anzusehen. So, wir haben noch ein paar Quests. Wieder am Arsch der Welt, natürlich. Was ist das hier? John Marston. Ah ja, die Brücke in Luft sprenge. Fliegender Adler. Hm.
Muss das sein? Und dann noch in der letzten Ecke, Alter. Das heißt, da muss ich erstmal wieder hinreiten. Oh Gott, Arthur. Also ganz ehrlich. Wir helfen erstmal John Marston. Und dann gehen wir zum fliegenden Adler. Und ja. Also Arthur, mir wird es jetzt noch beschissener gehen als sonst irgendwie, ganz ehrlich. Also ich glaube, wir sind so ziemlich auch am Ende angekommen. Wenn die Spendenbox nämlich kaputt ist, kannst du das Lager auch nicht mehr erweitern. Das heißt, das Lager spielt keine Rolle mehr so. Und dann, ja. Hat das bald alles irgendwie sein Ende. Oh, muss ich erstmal rauchen, ne. Oh je. Und nochmal in den Hintern ziehen, weil es gerade so schrecklich war. Und eine für mich. Und weil es mir noch beschissener geht jetzt. Gerade nochmal einen hinterher. Okay, Pineapple Pizza. Let's go. To John. Das Spiel geht langsam richtig vor die Hunde, finde ich. Also storymäßig. Braucht das Pferd noch was, oder? Sorry, boy. Ich habe gar nichts mehr für das Pferdle. Spiel geht langsam richtig vor die Hunde, Mann. Warum hängt da ein Mann? Was waren das jetzt wie welche? Manfreys wieder? Manfrey, ja. Noch mal so welche von der Manfrey Brood. Inzucht treibendes Bergfolge hier. Also langsam wird alles ein ziemlich missmutiger und der ganze Käse. Oh, swing, baby! Swing! Na ah, komm, weg hier. Lass mal dem seine sterblichen Überreste kriegen. Ja, eh, alles schon wieder. Alles ist doch wieder scheiße, ganz ehrlich. Bei John Marston werden wir diese Sprengstoffkutsche wieder, die wir vor ein paar Folgen besorgt haben, unter der Brücke platzieren und sie dann und dann die Brücke in die Luft jagen, damit die Armee nicht über den Fluss kommen kann. Oder beziehungsweise mal nicht so leicht. Und ja. Jetzt
bin ich mal gespannt, ey. Ich bin so gespannt auf das Ende. Ich denke mal, ich werde da hocken und Maul weit offen und mir einfach nur noch denken, es ist alles scheiße gelaufen. Alles ist richtig scheiße gelaufen. Und werde dann ziemlich sogar darüber nachdenken, warum alles so viel so scheiße gelaufen ist. Weil ich habe überhaupt gar keinen Plan, ob das so zur Story dazugehört oder nicht. Dann werde ich ein paar Nachforschungen machen, dann werde ich das Spiel eventuell bei den Enden nochmal durchspielen und dann... Hey there, mister! Und dann, gucken. Weiß nicht. Es nochmal durchzuspielen wäre zu zeitaufwendig. Absolut zu zeitaufwendig. Es nebenher noch zu spielen, absolut möglich, ja, auf jeden Fall. Aber, ja, wie gesagt. Ist nicht leicht. Mal. Oh, falsch abgebogen. Müssen nur den Berg wieder rauf. Über den Pass. Ich habe auch noch nicht mal richtig gejagt eigentlich. Lauf? Lauf? Ja. Nicht zu schnell gelaufen. Also ich denke mal, das Spiel wird mich traurig machen. So ein bisschen. Das weiß ich schon jetzt schon. Glücklich wird es mich auf jeden Fall nicht machen. Also nicht zufriedenstellend. Nicht, dass es nicht gut wäre oder sowas, sondern eher von der Story halt eben. Also die Story ist ja schon genial. Also das Wechselbad der Gefühle, kann man so sagen. Ist dann schon ziemlich zerreißend. Was? New Hannover, 300. Lost man, chill. Out of there, stranger. Hey, that's a nice looking horse you have there. Bet it ain't faster than mine, though. Ariel's my pride and joy. Why not a race to Calumet Ravine? I ain't interested, feller. All right, no problem. No harm in asking. Ey, ich hab keinen Bock jetzt auf ein Rennen, ey. Wir müssen zu Potte kommen hier. Ich bin schon so fucking gespannt, Mann, ob ich das Spiel nicht durchdaddeln kann. Gutes Pferd. Absteigen sollst du, du Homo. So. Und an dieser Stelle würde ich gerade mal sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Haut rein, bis dahin. Ciao.